Guten und willkommen beim Whisky Bubbler. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei mir. Und heute habe ich einen 36 Jahre alten Benriach von 1976 dabei. Benriach 1976. Wir haben es mit einem 36 Jahre alten Tropfen zu tun. Wow. Also vielen Dank für dieses Sample, Markus. Du hast mir ja zugeschickt. 43,1 Volumenprozente, klar 43 Jahre, da verliert man ein bisschen was. Abgefüllt wurde er, wie gesagt, 76 im 12. November. Fassnummer ist die 3031. Und das ist für die Niederlande ein Single Cask. Als Angabe steht auf der Flasche Refill Barrel, mehr nicht. 38 von 124 Flaschen. Könnte eine Teilung sein. Oder sie haben es einfach nur halb abgefüllt und danach nochmal, weil das für diesen Abfüller in Niederlanden, diese Single Cask ist. Ist aber eine spannende Sache. Die Brennerei ist ja gerade aktuell, ja, würde ich mal sagen, eine, die sehr stramm anzieht mit den Preisen. Viele Produkte wurden aus dem Programm genommen. Dadurch ist natürlich auch ein ganz schöner Anstieg auf die anderen, weil die Leute sagen, ha, da muss ich nochmal einen sichern, bevor auch da der Whisky verschwindet. Für mich so Benriach 12 Jahre. Ich habe zwar eine Flasche, aber wenn ich die Preise mittlerweile sehe, sage ich, das kann es nicht sein. Hier 36 Jahre, über den Preis reden wir mal gar nicht. Vielen Dank für das Sample, ich freue mich auf den Tropfen. Möchte ich ihn verriechen? Allein der Duft, da kommt so viel aus dem Glas raus. Dieses Typische, wenn die Whiskys ein bisschen älter werden, da kommt dieses fruchtig, gummiartige manchmal raus. Hier zumindest. Ganz extrem. Tropische Früchte, Anklänge davon. Eine gewisse Süße dabei. Eine Fruchtsüße, würde ich sagen. Malzcharakter finde ich gar nicht mehr. Der ist wie weggebügelt. Da kommt dann eher das Holz noch raus mit leichten Anklängen von Gewürznoten. Ansonsten ist das einfach in der Nase ein Fruchtkompott. Da sind so Mangos dabei. Pfirsiche, ja, so eine Orangenschale. Und dazu vielleicht noch so ein cremiger, harziger Holzfasston, der sich so ein bisschen da durchzieht. Ja, jetzt hätte man so eine Marmelade längere Zeit in so einem Holzkrug stehen lassen vielleicht. Genial. Ich bin wirklich gespannt, ob sich so ein teurer Tropfen lohnt. Markus, vielen Dank. Der Drum geht auf dich. Ich bin gespannt, wie er im Mund ist. Die Nase war genial. Ah, ja, man merkt einfach das Alter. Wow. Von Anfang an hat man da diese Fruchtnoten mit Ananas und Holz. Whiskys über 30 Jahre, finde ich, entwickeln das oft. Der hier ist aber noch mal ein bisschen fruchtiger. Der hat nicht nur dieses Holz mit exotischer Ananas oder eine exotische Frucht. Nee, da sind dann auch noch diese anderen Früchte, wie diese Orangenschale und diese Mango für mich, bisschen Birne, ja, so ein Kompott. Und wenn man den dann runterschluckt, kommt nochmal so ein bisschen mehr. Ich sag da gern Tropi Frutti, Huba Buba. Nein, Huba Buba nicht. Tropi Frutti, so diese Haribo-Tüte kriege ich da, aber in einem positiven Sinne. Also wirklich diese ganz vielen verschiedenen Geschmäcker und dann dieses Holz. Boah. Also im Moment muss man natürlich ein bisschen Zeit auf der Zunge lassen. Das ist schon ein ganz großes Kino, ja. Diese Holzaromen, null bitter, die sind da. So eine ganz leichte, sanfte Würze, die zu diesen ganzen exotischen Fruchtnoten transportiert wird. Super schönes Mundgefühl. Langsam kommen dann diese Fassaromen dazu.
vielleicht auch für mich leichte kräutriger Touch. Ja, da ist irgendwas, was so ein bisschen durch will. Jetzt im zweiten Schluck, das war im ersten noch nicht da. Da kommt auch ein bisschen vom Malz noch durch. Also man merkt jetzt, das Fass hat nicht alles übernommen. Da ist auch noch ein bisschen was vom Malz da. Rundum, rund cremig. Boah, wow. Mein Fazit zu diesem Benriach 1976, 36 Jahre. Rein die Daten. Ja, wow. Also das Ding ist halt wieder mal 9 Jahre in die Flasche gekommen, bevor ich auf die Welt kam. Wenn man sich da auf die Zunge zergehen lässt, dann 2012, klar, das sind jetzt ein paar Jahre her, die Dinger sind quasi fast unbezahlbar. Dafür muss ich sagen, sind die noch in einem relativ vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich glaube, man kriegt die für 600 bis 800 Euro je nach Flasche. Da gibt es mehrere verschiedene schon. Ich probiere mal auf jeden Fall ein Bild auch einzublenden von der Flasche. Ja, ich weiß nicht, was sie gekostet hat. Ich kann nur sagen, wow, danke. Wahrscheinlich preislich würde ich sie mir nicht kaufen, weil es einfach nicht meine Range ist. Aber wenn man Whisky trinken will, wo man sagt, wow, das ist mit einer der besten Whiskys, die ich probiert habe, da ist man hier schon ganz weit vorne dabei. Zumindest in diesem Spektrum, exotische Frucht, schön rundes Holz. Klar, wenn man den jetzt mit einem ganz alten Eiler vergleicht, die sind einfach anders. Aber so in dieser Bourbon-Richtung, ich vermute, dass das ein Hogshead oder ein Bourbon Barrel war, da ist das schon richtig großes Kino, also macht wirklich Spaß. Genial, dass ich die Chance habe, sowas hier mal vor der Kamera zu zeigen. Wenn ihr an so ein Sample rankommt, probiert es. Das Geld ist es wert, das mal zu probieren. Ansonsten muss man einfach sagen, ja, da kommen wir heute leider nicht mehr so sehr ran an so alte Tropfen. Ich werde den jetzt noch genießen. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch mal so einen Tropfen zu sehen. Und ich würde mich freuen, was war denn so euer ältester Tropfen? Ne? Einfach mal reinschreiben, wo ihr sagt, wow, der ist zwar schweineteuer, aber wenn ich an ein Sample kommen würde, kann ich jedem nur empfehlen. Das wäre super. Lasst mir einen Daumen da und ein Like. Ciao, ciao.